Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. In meinem heutigen Videotutorial zeige ich euch, wie ihr so eine Schokoladenziehverpackung machen könnt. Die ist für diese kleineren Milka-Tafeln mit 40 Gramm. Schönes Mitbringsel, gerade jetzt zur bevorstehenden Vorweihnachtszeit, meinen eher zurückhaltenden Farben. Und zwar brauchen wir dafür ein Stück Cardstock mit den Maßen 14,8 x 13,5 cm. Ich habe jetzt hier Savanne genommen und den falzen wir jetzt auf der kurzen Seite bei 0,8 cm. Dafür gehe ich jetzt hier rüber und lege das dann, ich komme mal gerade ein bisschen näher, hier bei 0,8 cm an, damit ich hier einfach genug Anlagefläche habe und mir das nicht kippelt beim Falzen. So. Dann drehe ich das Ganze jetzt auf die lange Seite und falze auch hier bei 0,8 cm. Drehe das jetzt einmal um der Seite weiter falzen zu können, bei 7 cm. 7,8 cm und 14 cm. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Dann benötige ich ein Stück Espresso-Cardstock, 5,8 x 11,4 cm. Den ich dann jetzt schon mal aufklebe. So. Ich hätte jetzt auch vorher schon diese Schlitze hier stanzen können, also da ist jetzt die Reihenfolge eigentlich egal. Dazu verwende ich die tolle neue Eckenstanze. Da ist nämlich hier einmal dieser Schlitz dabei. Die beiden Seiten verzieren jeweils halt entsprechend eine Ecke. Und lege das Ganze jetzt so hier rein. Das kann man jetzt, gerade bei dieser Verpackung passt das ganz wunderbar, dass die Falzlinien genau hier, ich hoffe man kann sehen, da und da an diesen Kanten anliegen. Dann habe ich das halt genau mittig ausgerichtet. Stanze, bei der Stanze ist wichtig, ich drücke die Mitte, jetzt nicht nur hier vorne auf das Symbol, das ich stanzen möchte. Und das Ganze auch auf der Seite. Dann knicke ich einmal die Falzlinien nach. So. Und versehe die Klebelaschen mit Sticky Tape. Das ist jetzt einmal die linke, also auf der Seite, wo jetzt auch der espressofarbene Cardstock schon aufgeklebt ist. Und diese Lasche hier unten. So. Dann schneide ich mir das Ganze noch ein bisschen zurecht. Also ich schräge das hier ein wenig an. Die und die Seite auch. Da mache ich es mir dann immer einfach und schneide einfach einmal komplett hier die Kante weg. Dann werden hier die kleinen Ecken auch angeschrägt. Diese Lasche jetzt, die große, bleibt gerade. Das ist nämlich die, die hier nachher drüber gelegt wird. Ja, das heißt hier. Und hier nur gerade reinschneiden und auch hier wird die Ecke nicht angeschrägt,
weil das dieses Stück ist. So, dann habe ich das jetzt soweit vorbereitet. Dann brauche ich ein Stück vanillefarbenen Cardstock mit den Maßen 5,5 x 11,1 cm. Ich habe jetzt hier schon in Espresso einen Textstempel aufgebracht. Dann präge ich jetzt das Ganze. Dafür nehme ich hier diesen schönen Prägefolder mit den Sternen. Ich hatte mir das jetzt so überlegt, dass ich das nur so weit präge, dass der Text selbst nicht mitgeprägt wird mit Sternchen. Hier ist ja einmal so ein Ab, ja, der Stern endet mittendrin wie dieser hier. Den habe ich jetzt genau hier drauf gesetzt. Es gibt dann richtig schönen runden Abschluss. Das habe ich jetzt hier auch schon einmal vorbereitet. Sieht man, sieht das aus, als würde der Stern eben von dem Text dann unterbrochen. Da mir die Sterne hier ein bisschen zu doll rauskommen, nehme ich dann einfach das Falzbein und gehe damit ordentlich Druck drüber. So, dann sind die Sterne immer noch gut zu erkennen, aber nicht mehr ganz so aufdringlich, wie ich finde. Dann brauche ich ein Stück Leinenschnur, das ist jetzt ungefähr 42, 43 cm lang. Leg mir das jetzt hier einmal auf die Rückseite, wo ich das Ganze verknote nachher. Wickel mir das hier drum. Effekt. So. Bevor ich das Ganze jetzt aber verknote, nehme ich mir hier meine beiden Glöckchen, fädel die hier auf und damit die dann nachher nicht hin und her rutschen, sondern schön an ihrem Platz bleiben, mache ich hier auch einmal einen Knoten rein. Wie gesagt, auf der Rückseite mache ich jetzt auch einfach einen Knoten. Da der Leinenfaden so dünn ist, geht das problemlos, dass das nachher hier nicht deutlich sichtbar hervorlugt oder sich durchs Papier drückt. Dann kann ich mir das noch ein bisschen zurechtschieben, wie mir das dann gut gefällt. Da ich jetzt durch die Glöckchen natürlich nicht mehr mit und Snail-Klebemittel arbeiten kann, nehme ich mir jetzt den Tombow-Kleber, ja, und bringe den natürlich auf den Cardstock auf und nicht auf der Unterlage. Und dann kann ich das auch hier gut andrücken. Als nächstes kann ich eigentlich schon die Schachtel zusammensetzen. Das geht besonders gut, indem ich einfach schon mal die Schokolade hier reinlege. Dann habe ich hier entsprechend den Widerstand. Das heißt, ich zeige das jetzt mal gerade so rum. Ich setze mir jetzt einfach die Lasche hier auf die Falzlinie, auf die gegenüberliegende. Und dann brauche ich das hier nur noch rumklappen und vorsichtig festdrücken. Dann klappe ich hier die kleinen Laschen zunächst rein, die große ohne das Klebeband.
dann kommt diese hier drüber. So. Dann habe ich mir mit der schönen Sternstanze aus Glitzergold einen Stern ausgestanzt. Da packe ich jetzt hier einfach mal Dimensionals hinter, einmal einen großen. Und dann kann man hier gut diese kleinen Fitzel, die hier am Rand immer übrig bleiben, noch verwenden. Den frickel ich mir jetzt hier so ein bisschen durch. So habe ich dann ruhig das Band, an dem die Glöckchen sind, da drüber gelegt. Und so, dass die Glöckchen genau hier in der einen Ecke liegen. Dann nehme ich mir dieses schöne goldene Band. Ich fädel das jetzt durch die beiden Schlitze, halte das lose Ende fest. Steck die Schokolade da rein. So. Und dann mache ich mir einen Knoten da rein, der wirklich bis kurz über den Verpackungsrand geht. So, und schon ist die Ziehverpackung fertig. Also die Schokolade kann man dann problemlos hier rausnehmen. Wenn man die reindrückt, zieht sich das Band wieder mit runter. Ja, und so schnell hat man so ein wunderbares Mitbringsel gebastelt. Danke euch herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über den ein oder anderen Kommentar gern hier auf YouTube oder auf meinem Blog freuen. Auf meinem Blog findet ihr auch sämtliche Papiermaße nochmal in schriftlicher Form. Und dann könnt ihr euch die direkt ausdrucken. Ja, und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!